Wenn ich Milliardär wäre, würde ich mir nichts sehnlicher wünschen als einen sanften Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft, aus dem Kapitalismus, hergestellt durch die zweiten Scientists for Future 2. Warum? Ganz kurz, ich verweise auf alle anderen 330 Videos und auf die Homepage der zweiten Scientist for Future 2, aber ich als Milliardär, ich wüsste genau, weil ich eben die zweiten Scientist for Future 2 verstanden habe, dass jemand hier, ist jetzt ein anderer Milliardär, das bin nicht ich, sondern das ist dann ein anderer Milliardär. Und dieser andere Milliardär, wenn der oder dieser Tauschhändler, nein, es ist ein Tauschhändler, und wenn dieser Tauschhändler mir nicht schadet, also mein Leben nicht zerstört und mich als Milliardär nicht konsumsüchtig und kaufsüchtig macht, wenn er nicht hingeht durch manipulative Geschichten und so weiter, mein Liebesleben zerstört, mein Lebensglück nicht vernichtet, dann kann dieser Händler nicht erfolgreich sein im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft. Nur dieser andere Händler hier, der andere Händler, der alles dafür tut, mein Lebensglück zu zerstören, mich in einen konsumsüchtigen, kaufsüchtigen zu verwandeln, trotz meiner Milliarden sozusagen. Wenn er auf den Markt wirft lauter billigst hergestellte Lebensmittel, die einfach alle Menschen krank machen, auch mich als Milliardär, ja, dann kann er richtig viel verdienen und wird eben auch Milliardär, kann viele Kinder hinterlassen. Und dann hat er sein Handelsimperium, ich habe mein Handelsimperium und 198 andere superreiche Milliardäre haben auch riesige Handelsimperien oder sind Aktionäre bei allen großen Konzernen und so weiter. Und alle 199 anderen Großmilliardäre haben nur ein Ziel, mein Leben unglücklich zu machen und mein Leben zu zerstören, damit auch ich, wie die Masse aller anderen Menschen auch, kaufsüchtig wird, konsumsüchtig wird gegenüber ihren Produkten. Und ich selbst habe auch nur in der Marktwirtschaft die eine Überlebenschance, dass nur dann, wenn ich das Leben aller anderen 199 anderen superreichen Milliardäre zerstöre, nur dann mache ich richtigen Profit im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft. Egal ob ich als Aktionär beteiligt bin an den Pharmakonzernen, die alles dafür tun, dass die anderen Milliardäre tablettensüchtig, tablettenkaufsüchtig und tablettensüchtig und so weiter werden und dann von Ärzten zu häufig operiert werden, von Chefärzten zu Tode operiert werden und so weiter. Ja, also das heißt, also wir Milliardäre untereinander, das weiß ich durch, habe ich begriffen, durch die zweiten Scientists for Future 2, dass wir Milliardäre uns untereinander gegenseitig unser ganzes Leben kaputt machen würden, so gut das halt geht. Wir sorgen gegenseitig dafür, dass wir alle nicht 127 Jahre alt werden, kerngesund werden, dass wir alle nicht glücklich werden können und nicht sozusagen ja einfach keine Lebensfreude, keine Lebensqualität und so weiter haben dürfen, weil wir eben mit all dem Zeug hier, all das Zeug, macht nicht glücklich, wenn dem Menschen seine natürliche Lebensweise geraubt wurde und er sozusagen nicht sozusagen seine natürliche Lebensweise leben darf. Und das, um das noch einmal deutlich ganz klar zu sagen, ein Händler, der die Lebensweise aller Milliardäre nicht zerstört durch manipulative Botschaften, an die er selber glaubt, durch Irrtumsmeme, der stirbt aus im Kapitalismus. Aber übrig bleiben
alle die Milliardäre, die das Leben jedes anderen Milliardärs unglücklich machen und zerstören. Also schaut euch alle anderen Videos an. Das wird also tausendfach in den Materialien der zweiten Scientists for Future 2 immer wieder erklärt. Also all das Zeug macht nicht glücklich, wenn ich dafür als Preis, als Milliardär bezahle, dass ich weder 127 Jahre alt werden darf und das kerngesund und topfit. Und wenn ich keinerlei richtige Lebensfreude, Lebenslust, wenn ich nirgends richtig geliebt werde, weil unsere ganze Lebensweise denaturiert ist und völlig unnatürlich ist. Was will ich mit diesem Schrott? Das langweilt alles nach ein paar Stunden, langweilen alle diese Spielzeuge. Also das heißt, glücklich kann ich nur werden als Milliardär, das weiß ich, nur durch den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft, durch den Ausstieg aus dem Kapitalismus, durchgeführt von den zweiten Scientists for Future 2, die das als einzige auf der Welt können. Also, tschüssi.